Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich bin immer noch dabei, hier mein schönes Buch für meine Tochter zu machen. Heute nehme ich euch mal mit, ein paar Seiten extra einzubauen. Und zwar ein bisschen Washi-Tape habe ich mir schon zurechtgelegt. Habe hier aus dem Stamperia-Papier so ein langes Ding gebaut. Hier so ein, ja, wie nennt man das? Ziehharmonika-Teil. Jo, ich denke mal, das kann man so nennen. Wenn ihr einen besseren Namen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und also das Schatzi zieht da ein. Und dann habe ich hier noch einige schöne Digitalpapiere, die ich einfach so von der Stimmung her fein fand. Die passen farblich nicht hundertprozentig dazu, das ist aber nicht so schlimm, weil dieses Journal sehr vielseitig wird. Und da werde ich auch ein paar graue Elemente reinbringen, weil meine Tochter sehr gerne grau mag. Jo, und diese ziehen hier ein. Sie werden dann so eingeklebt, dass sie klappen können, weil ihr seht, ich habe hinten Blätter eingebaut zum Schreiben. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, ob sie es jetzt als Tagebuch nimmt oder was auch immer, I don't know. Im Bildausschnitt, ja, so komme ich hin. Also ich muss oben an der Kante bleiben, damit ihr alles seht. Yippie! So, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich freue mich darüber, wenn ihr mir abonniert. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr mir was schreibt und wir dann einfach ein bisschen quatschen können. Ja, hier und da hat das ja schon geklappt, dass mir Bastelkollegen, doch, ihr seid Kollegen, geschrieben haben, wenn sie irgendwelche Maße und Erklärungen haben wollten. Also das geht noch ein bisschen schwer, das darf noch so ein bisschen aushängen. Ich überlege gerade, ob ich mir da was drunter lege. Nur what? Mein Stanzer vielleicht. Eckenstanzer, dass ich den so ein bisschen ablegen kann hier. Ja, der Buchrücken, der darf noch so ein bisschen fluffig werden. Der ist noch nicht sehr fluffig. Ich guck mal, ob das hier irgendwie mein Element nervt. Also Element, ich meine jetzt hier diese Scharniere. Nicht, dass ich mir das da irgendwie mit Ärger, mit so einer Aktion, dass ich das immer so schön rüberbiege und nochmal rüberbiege und nochmal rüberbiege. Eigentlich hält das da sehr gut. So, das muss ja einfach nur ein bisschen geschmeidig gebogen werden, das alles. Ja, das sind einfach Riesenteile, die ich jetzt zusammengeklebt habe. Das ist ein DIN A4. Dani wird jetzt sagen, ja, pff, DIN A4, völlig normal. Gehört so. Wir brauchen Kleber, der fast alle ist. Der ist aber schon länger fast alle. Ich habe den neuen daneben stehen, ganz klar. Wir brauchen hier Seiten. So, also das Ding ist noch ziemlich, nicht nur ziemlich, ist noch ziemlich, nein, das ist noch jungfräulich. Das wollte ich schon wieder ziemlich sagen. Also ich habe einfach nur die Seiten eingebunden und habe noch nichts dekoriert und möchte jetzt natürlich schöne Plätze finden, wo wir diese Teile verteilen. So, das machen wir jetzt als erstes. Das braucht ja nicht auf jeder Seite irgendwie eine Seitenaufdopplung zu sein. Also hier könnte man das machen, ich sag mal so. Diese Seite ist ja ziemlich leer, ne? Also da ist ja nichts drauf, sieht man ja. Da könnte man jetzt zum Beispiel, also ich fände jetzt ganz cool, wenn hier was drauf wäre, was noch da aufklappt. Also das hier zum Beispiel könnte wunderbar hier hin, auf das Bunte. Also ich will jetzt nicht immer nur die Teegefärbten oder was aufdoppeln. Hier haben wir zum Beispiel eine Seite aus dem Diary, Secret Diary Papier. Ist auch total schön. Andererseits ist hier ja schon einmal Digitalpapier drauf. Ich habe nämlich richtig schöne Milkshakes gefunden. Und ich werde jetzt auch nicht auf jede zweite Seite was machen, aber hier könnte theoretisch könnte man es hier drauf machen als Seitenextension und dann würde man das so sogar noch sehen. Wäre ziemlich schick. Ich blätter jetzt einmal von hinten, weil ich will jetzt nicht alles nach vorne packen und dann habe ich hinten keine Seitenaufdopplung mehr. Das möchte ich halt schon ganz gut verteilen. Genauso wie das hier zum Beispiel auch hier wohnen kann. Ne, dass man, also das klappt man ja auf. So, du wohnst da. Eine Banane. Zack. Ja. Ihr habt euch jetzt verhakelt. Was man hier zum Beispiel machen kann, muss man nicht, aber kann man. Man könnte hier noch einen drüber setzen, der dann auch aufgeht. Aber auch das ist jetzt wieder so eine Seite nach der aufgedoppelten. Also blättern wir erstmal so ein bisschen wild drin rum. So, jetzt sind wir bei einer Mitte.
Das wackelt ja so ein bisschen, weil das genau nur in der Mitte hier angepinnt ist. Das ist aber nicht so schlimm. Genau, hier hatte ich überlegt, dass ich hier so ein, na, sag ich mal, so ein Bellyband-ähnliches Ding drüber mache, aber wo man so die, so ein Sichtfenster, sag ich mal, drin hat. Und dann, dass man immer wie so einen Zeiger hat. Ein Zeiger auf was man hier gerade, ja, was man gerade gut findet. Ja, also wenn man sich heute fühlt wie Shine Like the Stars, dann würde man das so rüberziehen, dass im Sichtfenster das Shine Like the Stars sichtbar ist. Da muss ich mir aber überlegen, wie ich das hinbekomme. Das ist nicht ganz so einfach. Na hier, das passt doch hier von den Blumen her. Das ist natürlich, das hier ein warmer Ton, das hier ist kühl. Ich finde, sie passt hier richtig gut. Ich liebe dieses Buch jetzt schon. Es ist noch überhaupt nicht richtig dekoriert und noch kein großer Firlefanz drin. Aber einfach so diese Leichtigkeit und dieses Schöne. Das ist so schön. So, jetzt haben wir noch eine Fee hier zu bieten. Genau, hierfür haben wir jetzt noch 4 Stück. Oh, ein Blaubeerkuchen. Der ist doch auch der Knaller, oder? So, wir haben einen Blaubeerkuchen. Also der könnte theoretisch, obwohl der klappt eigentlich in die falsche Richtung. Denke ich. Obwohl, na, wenn ich das hier mache, kann ich da schreiben. Ja, ging eigentlich auch. Also wäre nicht unbedingt verkehrt. Irgendwie ist der Kleber reingeraten, wäre mal. So, auch bei so einem, ne, könnte man, aber ich habe ich noch die falschen. Also falsch heißt, die klappen in die andere Richtung. So ging das. Wir haben ja 3 Signaturen hier drin. Ne? Da muss ja jede Signatur auch ein bisschen was abbekommen. Was haltet ihr denn davon? Dass das dann so klappen lassen. So ist es kaum sichtbar. Also, ich liebe das ja immer, wenn die Sachen hier so übereinander gestapelt sind. Ich gucke mal gerade, das Bild auch noch passt noch. Wenn die Sachen so übereinander gestapelt sind. Das, nee, das geht da auf keinen Fall. Also wenn, dann geht das hier. Muss man einfach auch so schreibbar sein. Ne? Also wenn ich das jetzt dahin klappe, dann klappt das so. Dann schreibt man nämlich genau auf der Mitte. Das ist irgendwie blöd. Hier wäre das doch irgendwie schlauer, oder? Da, und dann klappt das hier mit rüber. Andererseits ist hier schon so viel Bild. Ich bin noch unentschlossen. Ihr merkt das, ne? Hier wäre das natürlich auch interessant, dann würde man außen aus dem Buch herausklappen. Macht ihr euch auch solche Gedanken oder bin ich die Einzige, die hier so rumpuzzelt? Könnte das jetzt hier machen. So, das wäre doch ziemlich cool, oder? Würde das nicht so aufgehen? Ja, also das gefällt mir jetzt direkt auf Anhieb richtig gut. So, kommen wir mal zu vorne. Also vorne habe ich ja schon meine eine Tante da. Ach so, jetzt habe ich noch 2 Tanten übrig, ne? 2 Tanten hier. Muss ja, ach guck mal, hier haben wir eine Fee. Wollen wir die Fee zu der Fee bringen? Dass wir hier 2 Feen haben. Das wäre doch eigentlich auch ganz cool, oder? Ich finde schon. Ja, weil wenn man 3 menschliche Wesen oder menschenähnliche Wesen hintereinander bringt, das finde ich ein bisschen langweilig. Bringe ich sie hier dazwischen? Bringe ich sie hier hin? So, und sie jetzt so mache, dann rutscht sie raus. Ein bisschen wäre interessant. Dann hat man aber den Schreibplatz direkt da drüben, das Bild. So, dass sie nach innen, also dass sie nach innen klappt und dann muss man so nach außen klappen. Das war okay. Damit kann ich arbeiten.
So, also haben wir eine Tante, die relativ nah, dann haben wir sie. Aber jetzt habe ich doch tatsächlich hier wieder die Feder zwischen den das hier besser. Funktioniert, passt auch farblich fein. Kommen wir super mit klar. So, dann haben wir ein bisschen Abstand bis zum Blaubeerkuchen. Also dadurch, dass es hier drei Signaturen sind, die sagen wir, noch nicht bis zum Bersten gefüllt sind. So, das ist vom Abstand her fein. Das gefällt mir. Jetzt könnte ich irgendwo hier im Zwischenraum noch was unterbringen. Hier sind relativ viele Seiten dazwischen. So, fein. Dann sind wir wieder bei der Seite, wo ich vorhin überlegt habe. Ne, Leute? Sind wir wieder da. Passt der Milchshake und die Fee? Also eigentlich, um genau zu sein, passt doch hier eher das Blaubeertörtchen. So, wo haben wir das Blaubeertörtchen? Haben wir die Fee. Hier haben wir das Wesen. Vielleicht tauschen wir das einfach. Geht das? Das ist übrigens hier meine Seite verblättert. Wo habe ich das Blaubeertörtchen eben gehabt? Verdammt. Mist. Habe ich das hier gehabt? Könnte, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, hier hätte ich das. Das muss aber auch kein Blaubeertörtchen an der Stelle sein. Das kann auch ruhig diese hübsche Dame sein. Habe ich da wieder eine hübsche Dame? Ja. Auf jeden Fall, das Blaubeertörtchen macht sich doch hier echt gut. Habe ich das jetzt auf die. Ach guck mal, da sind sogar Blaubeeren. Das ist doch der Knaller schlechthin. Ja, gebongt. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie hier die Reihenfolge passt. Dass sie hier ist, das ist okay. Sie passt einfach farblich mit diesen Blättern total gut zusammen. Ich glaube, wir vielleicht das Kleid gegen die andere tauschen. Wo soll das Kleid hin? Kleid gegen dich. So, ja, ich glaube, ich hab die Idee. Schwupps. Du passt da auch wunderbar hin. Du passt hier wunderbar hin. Ich finde das gut. So, jetzt haben wir die Sachen, die wir hier einbauen wollen. Jetzt fehlt nur noch der Platz, wo wir diese schöne Welle einbauen. Ich hatte mir überlegt, dass ich das wirklich nur an der Spitze anklebe. Ich guck mal eben, ist das hell genug? Seht ihr genug? Ja, so gehen. Dass ich das nur an der Spitze anklebe und man das dann wunderbar so ausfalten kann. Ich guck mal eben auf die letzte Seite, ob das vielleicht eine Idee ist. Man, das ist ja hier schon das schöne Papier. Das ist ja ist entweder die letzte Seite oder die letzte Seite der ersten Signatur. Achso, die letzte Seite der ersten Signatur ist natürlich nur halb, ist klar. Nur vielleicht ist gerade das interessant. Das war auf der falschen Seite. Leute, ich bin unentschlossen. Aber hier würde es auf jeden Fall passen. Ich finde, das passt. So. Nicht lang fackeln. Alternative wäre auch, direkt in den Deckel zu setzen. Aber eigentlich würde ich, glaube ich, lieber eine Pocket in den Deckel setzen. Und man kann es hinten in den Deckel setzen. Das wäre natürlich auch eine Alternative, ne? Dann kommt es in den Deckel. Nicht auf die Seite. Jep, gebongt, ausgedacht. Na Leute, ich mache euch jetzt doch noch mal ein bisschen mehr Licht an. Gucken, ob meine Kamera damit jetzt längs kommt. Ja, kommt sie. Jetzt
Jetzt haben wir schon 15 Minuten damit verballert, hier Plätze auszusuchen. Also meine Idee wäre jetzt, dass ich mit Washi-Tape die Teile anklebe. Und da Washi-Tape nicht immer das haltbarste Material ist, was so die Klebekraft angeht, habe ich mir so gedacht, das wäre nicht die dümmste Idee des Tages. Passt das blau? Habe ich nicht irgendwie neutrales Washi? Ich bin jetzt gerade irgendwie unzufrieden mit meiner Auswahl hier. Ist nicht so, dass ich nicht noch ein bisschen was hätte. Vielleicht ein bisschen Vintage-mäßiges darf es ja ruhig sein. Es ist ja nicht so, dass hier die, sag mal, dass der Slogan ausgegeben ist, mir scheint die Sonne aus dem Allerwertesten. Man kann vielleicht auch einfach ein bisschen, also das hier gefällt mir gut. Das kann man nehmen. Ein bisschen was Vintage-iges nehmen. Ja, das geht auch. Lege ich mir das hier mal zur Seite. Mal gucken. Das ist nicht so, dass ich kein Washi-Tape hätte. Und jetzt habe ich auch mittlerweile auch Vintage-mäßig ein bisschen was da. Tja. So. Für den Moment sei es so. Ich nehme jetzt dieses und werde diese Dame da ankleben. Allerdings, wenn ich das Washi-Tape loskriege, werde ich diese Dame ankleben. Sonst nicht. Jetzt haben wir nämlich das Problem der Fingernägel, ne? Ja, ich höre euch schon rufen. Mein Gott, nimm doch einfach ein Messer. Also vollkommen recht, nehme ich ein Messer. So, das ist dieses fiese, was so doppelt ist. Das kann man zwar sehr präzise benutzen, aber... Ja, viele Sachen haben nur ein Aber. Der Anfang ist halt immer mistig. Jetzt habe ich dann angefangen, das Washi. Messen wir mal ab. Schwubbeliwupp. Man sollte auch schauen, dass das hier, dass das nicht über den Rand rausgeht, weil wenn man das dann komplett anklebt, dann flappt die Seite nicht mehr schön. Ich erkläre euch das gleich mal im laufenden Objekt, also falls ihr die Erklärung haben wollt, wenn ich dann hört weg. Tut mir den Gefallen. Hört weg. So. Ah, jetzt ist durch meine ganze Sucherei hier, ist mein Pinsel hart geworden. So, und wenn ihr diese bei dieser Serie sagt, mein Gott, jetzt kommt noch mal eine Wallung, mach mal fix. Nee, ich habe gesagt, ich nehme euch mal wieder mit und zeige euch mal, wie ich hier zum Beispiel zur Entscheidung komme oder ähnliches. Nehme euch einfach bei meinem Bastelvorgang mit. So, und wem das nicht passt, das ist völlig in Ordnung. Ach Mensch. Ja, wem das nicht passt, das ist völlig fein. Dann schaut euch einfach das Flipstrow an, das gibt's auch. Also, ne, wenn ich fertig bin, gibt's das auch. Und dann ist auch gut. Ihr müsst nicht euch hier den ganzen Spaß antun, wenn ihr sagt, ihr findet es total langweilig, mir hier beim Craften zuzuschauen. Dazu zu hören oder ähnliches. So, du sollst eigentlich solltest du hier kleben. Ja. Wartet mal, ich muss ganz kurz einmal aus dem Bild heraus mein Washi-Tape hier settlen, dass das Mistzeug hier auch mitspielt. Ich brauche ja ein bisschen Überstand, ne? Weil sonst flappt das ja nicht. Das soll ja hin und her flappen können. So, flappen ist mittlerweile mein neues Lieblingswort, das sage ich total oft. Ich habe aber auch echt viel, was flappen soll. So, unten passt es. Jetzt habe ich das hier drauf gebracht, ne?
Und jetzt mache ich an das Washi-Tape hier, nur an den Washi-Tape-Streifen, bisschen Kleber. Dass es halt wirklich diesen Klappeffekt bekommen kann, ohne dass das Papier sich mit klappen muss. Ja. Die Dame. Oh, ein Stück Washi-Tape hat sich hier verirrt. Schwuppdiwuppdiwupp. So. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach euch zum Schluss oder als Anfang das fertige Werk zeige. Es funktioniert sehr schön, auch mit dem schmalen Streifen. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn der Streifen zu schmal ist, dass es dann nicht richtig tut, was es soll. Also halten. So, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einmal off-camera und zeige euch gleich das Ergebnis, weil sonst wird das Ding hier einfach elendslang. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich nehme euch mit, wie ich das mache und wie ich Sachen auswähle. Das habt ihr jetzt gesehen. Jetzt klebe ich es ein und zeige euch gleich das Ergebnis. Tada! Ich habe fertig. So, und was ich dazu gemacht habe, also ich habe jetzt hier, kann man das schön nach außen klappen, blätter nochmal weiter. Ich habe die ganzen Washi-Tapes, die ich hierfür benutzt habe, die ich, sag ich mal, für farblich sinnvoll und passend hier eingestuft habe für diese Seite des Buches, die habe ich mir auf Seite gelegt. Das heißt, ich habe mir eine kleine Extrakiste angelegt für Materialien. Also mal abgesehen davon, dass ich hier die Papiere und die Reste und sowas auf dem Umschlag habe, damit ich sie ja noch weiter verbasteln kann, habe ich jetzt die Washi-Tapes noch in ein kleines Kästchen gepackt. Und da wohnen die jetzt, bis wir diese Seite des Buches fertig gemacht haben. Und dann ziehen sie wieder zurück in ihre alte Kiste. Weil ich einfach hier so ein bisschen Durchgängigkeit haben will. Es ist fröhlich, es ist, sag ich mal, bunt. Ich sag mal, ein bisschen gedämpft, weil dieses Schreibunt, da steht keiner mehr drauf, auch nicht eine 15-Jährige. Es ist einfach schön und edel und fröhlich. Ich finde auch so ein aufgehängtes Kleid, so ein Vintage-Stil, hat trotzdem so eine gelassene Fröhlichkeit irgendwie. Dementsprechend darf es hier mit diesem Washi-Tape zusammen sein und wohnen. Ja, ich habe ja auch dezente Washi-Tapes genommen. Ne, es gibt ja auch schon Washi-Tapes, die sprechen so für sich, die sind super für eine Seite, also für eine wirklich Kante. So, das war's fast, ne? Nee, hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Ja, und ich empfehle euch echt, nehmt ein bisschen Kleber zusätzlich zum Washi-Tape, wenn das wirklich so eine Funktion hier hat, nicht nur Deko ist. Weil sonst macht sich das selbstständig irgendwann. Früher, eher früher als später. So, und hier haben wir den Teil der Jetsy Harmonica. Kann man schreiben, kann man lassen. Zusammengeklappt. Und das, da habe ich wirklich nur die Spitze angeklebt. Wunderbar, ihr Lieben, das war's jetzt für heute. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich werde den nächsten Part hier craften und dann nehme ich euch wieder mit. Wie gesagt, ganz zum Schluss der Serie gibt es das Flip-Through, falls es euch zu langatmig ist, was ich hier mache. Weil ich euch beim Craften hier mitnehme. Ich nenne das euch jetzt alles Craft with me. Habe ich, glaube ich, auch schon mit angefangen, genau. Dann guckt euch das Flip-Through an. Dann könnt ihr den ganzen anderen Videos überspringen. Judy, ab an den eigenen Basteltisch. Viel Spaß dabei und bis demnächst in diesem Kino.